Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute habe ich euch ein kleines Mini-Special mitgebracht. Und zwar, wo ist Wilson? Ihr hört ja hier die Anrufe immer ein kleines bisschen verzögert. Das heißt, bis ich das telefoniert habe, das Ganze geschnitten und bis es dann auf YouTube dran ist, vergeht einiges an Zeit. Zwischendurch habe ich den Wilson gesucht, weil der Wilson hat sich eine ganze Weile nicht mehr bei mir gemeldet. Und da ich auch nicht mehr ganz genau wusste, in welchem Callcenter der eigentlich sitzt und sich ja auch viele Callcenter gleich anhören, habe ich einfach mal gefragt, ob der Wilson da arbeitet. Naja, und dies hat zur Folge, dass wir eine neue Folge haben. Wo ist Wilson? Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser kleinen Zusammenstellung. Schönen guten Tag, Herr Thaler. Emilia Hartmann-Parra von Benefix.com, Online-Trading-Plattform. Ja, wie geht es Ihnen? Ich hätte gerne mal den Wilson gesprochen. Wie bitte? Den Wilson hätte ich gerne gesprochen. Also Wilson? Wilson, ja. Aber mach mal da die Musik aus, weil du bist kaum zu verstehen. Einen Moment. Nee, jetzt keinen Moment. Musik aus. Hallo? Das ist nicht Wilson. Ich will den Wilson sprechen. Also, ich bin Wilson-Assistentin. Nee, das ist ja Quatsch. Ich will den Wilson jetzt sprechen. Okay, also eigentlich, Sie haben sich bei uns ein Online-Handelskonto registriert, aber Ihr Konto ist leider unaktiviert und leer. Ja, interessiert mich nicht. Ich will mal Wilson jetzt sprechen. Ja, ist ja toll, dass das Konto leer ist. Und wen interessiert es? Ich habe ja letztendlich gesagt, mit wem ich sprechen will, aber es interessiert die überhaupt gar nicht. Ne? Also da kommt die eine, verbindet mich an die andere und die behauptet dann, die ist irgendeine Sekretärin oder eine, keine Ahnung, Assistentin vom Wilson. Ja, wer es glaubt, wird selig. Auf welcher Plattform Wilson? Wilson jetzt. Will ich jetzt sprechen? Okay, auf welcher Plattform? Ja, auf deine. Jetzt gib mir doch mal Wilson. Okay. Also ich werde mit Wilson sprechen. Nee, ich will mit Wilson sprechen. Ich verstehe. Ja, jetzt gib mir mal Wilson. Wir werden nochmal. Ja, geh doch mal jetzt. Nein, nicht nochmal anrufen. Weiter, das Telefon weitergeben. Jetzt. Okay, Thaler, okay. Nein, nicht Thaler, jetzt Wilson. Also, Ihr Name ist Klaus Thaler, oder? Ja, und ich will den Wilson sprechen. Ich verstehe, Herr Klaus. Okay. Wir werden nochmal anrufen, aber... Nein, nicht nochmal anrufen. Den Wilson einfach herholen. Okay, ich verstehe, Herr Klaus. Ja, scheinbar nicht. Okay. Ja, hol mal den Wilson jetzt ans Telefon. Einen Moment. Ja. Hallo, hören Sie mich? Ja. Also, meine Kollegin macht gerade eine Pause. Dann geh mal nochmal zu Wilson und sag ihm mal das Passwort kleine Katze. Dann kommt er ganz bestimmt. Aha, okay. Passwort kleine Katze. Kleine Katze, okay. Genau, das ist das Passwort. Sag ihm das mal. Okay, danke. Auf Wiederhören. Nee, nicht auf Wiederhören. Du sollst mal zu Wilson gehen und ihm das Passwort sagen. Okay. Jetzt, aber nicht auflegen. Okay, Herr Klaus. Ja, ist wichtig. Okay. Herr Klaus. Ja. Es ist Ihre Passwort. Ja, aber das von Wilson. Wenn Wilson da sitzt und du wirklich mit Wilson sprichst, dann weiß Wilson mit dem Passwort Bescheid. Ja, ich weiß, aber es ist Ihre Passwort zwischen mit ihr und meinen Kollegen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, aber jetzt gib mir mal ganz schnell Wilson, ist dringend. Okay.
Also, ich werde mit meinen Kollegen sprechen, dann wir werden in einer Stunde nochmal anrufen. Nee, jetzt, das ist, wir müssen das jetzt schnell machen. Weil die Polizei steht schon vor der Tür, deswegen gib mir jetzt schnell mal Wildsinn. Meine Kollegen... Ja, du sollst mir schnell mal Wildsinn geben. Verstehst du das nicht? Also, Polizia ist vor the door. Ich verstehe, aber meine Kollegin macht eine Pause, Entschuldigung. Ja, wenn du ihm das Passwort sagst, kleine Katze, dann weiß er sofort Bescheid. Herr Klaus, ich weiß es nicht. Ihre Passwort wissen meine Kollegen und ihr. Ja, deswegen sollst du es ihm mal sagen, damit er jetzt schnell ans Telefon kommt. Eieieiei. Die Tante ist wirklich mega begriffsstutzig und, tja, weiß ich nicht. Also sie ist ja jetzt nur mehrfach schon weg gewesen vom Telefon und hat ja scheinbar auch irgendwas gemacht. Ja, warum geht sie denn jetzt nicht einfach nochmal? Ich meine, letztendlich wollten sie doch Geld verdienen, oder nicht? Und ich habe ja gesagt, es ist eilig. Tja, weiß ich nicht. Jetzt mach. Okay, ich werde in 10 Minuten nochmal anrufen, okay? Nein, am Telefon bleiben. Und jetzt geh mal bitte schnell zu Wilson. Okay, einen Moment. Herr Klaus? Ja? Ich habe jetzt mit meinem Kollegen gesprochen. Ja? Und meine Kollegin wird sie in einer Stunde anrufen. Jetzt, aber jetzt leider jetzt nicht. In einer Stunde ist zu spät. Wofür so spät? Ja, wenn Sie wollen, wenn Sie wollen, ich möchte Ihr Konto aktivieren. Mensch, ja, das ist... Ich möchte Sie behilflich sein. Das ist meine Aufgabe. Ja, aber ich muss mal mit Wilson sprechen, ganz dringend. Ich verstehe, aber meine Kollegin macht eine Pause. Ja, wenn Sie wollen, ich möchte Ihr Konto aktivieren. Ja, Wilson muss jetzt mal schnell ans Telefon kommen. Also verstehen Sie, was ich meine? Meine Kollegin macht eine Pause. Ja, ich verstehe das Wort, aber die Pause soll er unterbrechen. Abbrechen. Er soll mal schnell ans Telefon kommen. Ist wichtig. Ich verstehe, aber das ist jetzt unmöglich. Doch, das ist möglich. Er soll jetzt mal schnell an deinen Apparat gehen. Also, Herr Klaus, ich möchte behilflich sein. Okay? Na, dann sei behilflich damit, dass du mir jetzt mal den Wilson ans Telefon holst. Meine Kollegin macht eine Pause. Ja, ist nicht schlimm. Der muss die unterbrechen. Abbrechen. Er muss jetzt mal ans Telefon. Okay, also wenn Sie wollen, wir werden nochmal in einer Stunde anrufen. Ja, aber der Wilson, der soll anrufen. Ganz dringend. Okay. Mhm. Okay. Haben Sie eine andere Frage? Nee, sonst habe ich keine Fragen. Ich wollte gerne mit dem Wilson sprechen. Okay, ja. Gerne. Alles klar. Okay, alles klar. Ich wünsche einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, Herr Klaus. Mhm. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen. Ja, tschüssi. Und in der Tat, das Callcenter hat sich dann nochmal zurückgemeldet. Tja, nur nicht so ganz, wie ich mir das erhofft habe, aber das hört ihr jetzt im nächsten Teil von diesem Gespräch oder beziehungsweise von diesem Callcenter. Jawohl, jetzt höre ich Sie. Spreche mit Herrn Klaus Thaler. Ja. Ich bin Maxim von Benefix Online Trading Plattform wegen der Automatische Trading. Ja, aber mit Ihnen wollte ich nicht sprechen. Ich wollte mit dem Wilson sprechen. Mit wem? Mit Wilson. Wilson? Ja, ich hatte vorhin eine Dame dran und die hat gesagt, Wilson ruft mich zurück. Eine Sekunde, ich werde Sie Wilson weiterleiten. Eine Sekunde. Ja. Ist die Lautsprecher offen? Ich kann Sie gar nicht hören. Doch, ich höre Sie. Ich höre Sie ganz gut. Ich höre Sie aber nicht. Naja, doch, Sie antworten ja. Stellen Sie mich mal zu Wilson durch. Okay, ich werde Sie Wilson weiterleiten. Ja.
Hallo? Ja? Wilson hier? Nee, das ist nicht Wilson. Wilson! Ja. Also was das jetzt hier genau sollte, das kann ich euch irgendwie nicht genau sagen. Er hat's wohl scheinbar lustig gefunden. Weiß ich nicht, ob die den Wilson überhaupt kennen. Dem Anschein nach war ich wohl im falschen Callcenter. Ja, weil viele heißen halt irgendwie recht gleich und mittlerweile weiß ich zwar, wo ich wieder nach dem Wilson suchen muss, na aber trotzdem. Tja, der Wilson, der ist weiterhin spurlos verschwunden und wir suchen weiter. Naja. Aber wir haben auch noch mehr Anrufe bekommen. Also schauen wir mal, wie es weitergeht, das ganze Spielchen. Hallo. Hallo, can I speak with Mr. Klaus Taylor? Nee, also wenn du mich aus der Schweiz anrufst, dann möchte ich auch wenigstens mit Schweizerdeutsch irgendwie vollgelutscht werden, aber nicht auf so eine Kakerlakensprache. Nee, hier ist der Wilson. Nee, da ist kein... Wilson? Ja. Come on. Ja, du bist nicht Wilson. Wilson? Nein, kein Wilson. Ich bin Wilson. Nein, bist du nicht. Nein. Wilson. Ich suche Wilson und du bist nicht Wilson. Ich bin's, Wilson, Klaus. Nein. Erinnerst du dich nicht mehr in Kindheit, wo wir zusammen im Kindergarten waren? Nein, den Wilson suche ich ja gar nicht. Ich suche den Wilson, der sich besoffen anhört. Okay, eine Sekunde, ich werde sie weiterleiten. Ja. Wilson? Nee, kein Wilson. Ich bin's Wilson. Nein, bist du nicht. Doch, ich bin's Wilson. Mm-mm. Eine Sekunde, ich werde dich weiterleiten. Ja. Wilson? Nein, so ist Wilson auch nicht. Wenn du Wilson wärst, dann würdest du auch die Penisgröße von Wilson wissen. Siehst du? Weißt du nicht. Nee, Wilson weiß aber mein Penisgröße. Ja, dann sag mal. Okay. Hey! Ja? Warte, ich werde dich Wilson weiterleiten. Ja. Okay, eine Sekunde. Ja, hallo Wilson? Nein, Wilson hört sich viel versoffener an. Hey, ich bin's Wilson, hör auf. Nein, du bist nicht besoffen genug. Wilson ist viel besoffener am Telefon. Ah, Wilson ist besoffener am Telefon. Eine ja. Sekunde, ich werde Sie am Wilson weiterleiten. Eine Sekunde. Ja. Eine Sekunde. Ja. Das ist aber schon länger als eine Sekunde. Wilson? Nee, du bist immer noch nicht Wilson. In halbe Stunde wird sie Wilson anrufen. Ja? Okay. Alles klar. Prima. Tschüssi. Tschüss. Wilson sagt tschüss. Wilson sagt tschüss. Ciao. Mhm. Wilson. Tja, zumindest haben wir zur Unterhaltung in diesem Callcenter dabei getragen. Naja, und dieses tolle Callcenter hat ja noch einen Anruf versprochen. Den bekommen wir jetzt ja auch. Na, mal schauen, wie es denn jetzt hier mit diesem tollen Callcenter weitergeht. Auf jeden Fall melden Sie sich nochmal. Guten Tag. Wissen Sie, Marco Klein ist am Apparat. Ich sehe, dass Sie gerade irgendwo online sind. Ja, von wem aus rufen Sie denn an? Wie bitte? Von wo aus rufen Sie denn an? ProfitFX. ProfitFX. Also, Sie sind gerade online bei uns, deshalb. Nö, ich bin bei BankFX Trade. BankFX Trade sind Sie gerade online und Sie versuchen das Konto zu aktivieren. Ja, aber gerade haben Sie gesagt Profit. Profit heißt das Arbeit, wo wir arbeiten, lieber Herr. Also, weil Sie sind nur bei einer registriert, bei BankFX Trade. Ja. Können Sie das Handy bitte ein bisschen normal stellen, nicht Lautsprecher, weil ich höre meine Stimme? Ja, aber dann höre ich nicht so gut. Ist denn der Wilson in der Nähe? Wie bitte? Der Wilson, ist der in der Nähe? Welcher Wilson? Na, Wilson. Der arbeitet doch da bei euch bei BankFX Trade. Ach so, ja. Ja, der ist auch hier. Ja, den brauche ich mal, den Wilson. Wieso? Ja, mit dem wollte ich ja sprechen. Wie ist Ihr Name? Dann steht doch da. Also, Sie haben über mehr als so Account hier bei uns geöffnet, oder? Ja, ja, aber ich möchte mit dem Wilson jetzt sprechen. Der ist im Moment nicht hier. Na, gerade hast du gesagt, der ist da. Ja. Ja. Aber gerade sage ich wieder, dass ich nicht da. Aha.
Ja, dann soll mich der Wilson mal zurückrufen. Was brauchen Sie von ihm? Ja, ich möchte mich mit dem Wilson unterhalten. Wenn du den fragst, dann weiß er schon Bescheid. Ach so, oder wollen Sie wieder die Stimme registrieren, weil Sie Polizei sind? Nee, ich möchte mit dem Wilson sprechen. Ist doch lustig sind mit dem Wilson. Sind Sie der Mensch, die der so macht? Was? Sind Sie, also, wir haben auch zusammen einmal geredet. Kann sein, wenn du dann da einer aus dem Hintergrund warst, das ist möglich, ja. Aber nicht im Hintergrund, es war also direkt im Grund. Ach so. Na, aber ich auf jeden Fall will ich mit dem Wilson mal sprechen. Okay, wenn der kommt, dann sage ich Ihnen Bescheid am Montag. Alles klar. Tschüss. Bis dann, tschüss. Und das war in der Tat auch nicht der letzte Anruf. Es gibt gleich noch einen, gleich noch hinterher geschoben wird. Also ich habe dem Callcenter natürlich keine Ruhe gelassen und jede Menge Anmeldungen gemacht und teilweise auch eingeschrieben, dass ich mit dem Wilson sprechen will. Nur, wer sich nicht gemeldet hat, war der Wilson. Aber ich kann euch versprechen, der Wilson, der wird hier auf jeden Fall noch öfters auf dem Kanal zu hören sein. Aber mal schauen, was wir jetzt erstmal hier in dem letzten kleinen Teil dazu von den, angeblichen Wilson-Leuten hören. Was, ja, bitte? Hallo, wollte noch fragen, was ist Ihr Ziel, wie Sie so viele Anmeldungen machen? Wie viele Anmeldungen? Ich wollte den Wilson sprechen. Lass mal Herrn Wilson einfach. Ich sage Ihnen einfach, was ist Ihr Ziel? Na, mit dem Herrn Wilson sprechen. Der ist nicht hier, der ist tot. Nee, der Wilson ist nicht tot. Der hat ja gestern erst angerufen. Der ist schon tot, einfach. Der ist tot, der arbeitet nicht mehr bei uns. Der ist schon weg. Wir haben ihn rausgeschmissen wegen dir. Weil du meldest die ganze Zeit an. Was brauchen Sie? Tja, wenn dem wirklich so wäre, was ja nicht der Fall ist, habe ich euch ja schon vorher verraten. Ich telefoniere auf jeden Fall in der nächsten Wilson-Folge auch wieder wirklich mit Wilson. Aber wenn sie ihn mal rausgeschmissen hätten, wäre ja, glaube ich, auch nicht so tragisch. Ich meine, schade um die Videos, wenn er wirklich rausgeschmissen worden wäre. Ja, aber, ich glaube, den Wilson, den werden wir noch eine Weile an der Backe behalten. Aber ich wollte mit Wilson sprechen. Wilson ruft doch immer bei mir an. Ja, der ruft aber leider, ist der Marco jetzt. Denn nicht mehr. Was ist Ihr Ziel, wie Sie hier kommen und die Sie also alle Sie Anrufe speichern, registrieren und so weiter? Na, ich telefoniere immer mit Wilson für YouTube. Wilson macht immer lustige Videos für meinen Kanal. Wer macht lustige Videos? Na, Wilson, der arbeitet ja bei euch. Der hat nichts zu tun hier mit uns einfach. Ja, der hat immer lustige Videos gemacht und die Zuschauer, die wollen ihn gerne nochmal hören, deswegen versuche ich jetzt den Wilson wieder zu erreichen. Was für Videos bitte? Na, die YouTube-Videos. Der hat nichts zu tun, der kennt sich aus nicht. Der arbeitet nicht mehr jetzt bei uns, okay? Aber der hat immer angerufen und lustige Videos für YouTube gemacht. Vielleicht haben Sie verwechselt einfach, der arbeitet nicht mehr bei uns. Nee, ich hab den ja nicht verwechselt. Der arbeitet nicht mehr bei uns, also. Ja, das ist aber schade. Ja, das ist wirklich schade. Können Sie sich aufhören, mir die Anmeldung zu machen, weil es kostet bei uns Geld? Und ich werde Ihnen eine Anzeige machen? Ja, genau deswegen mache ich ja so viele Anmeldungen, damit euch das Geld kostet. Da hat doch Wilson immer bei geholfen. Und genau das ist auch eins unserer Ziele. Erstens, möglichst viel Zeit von den Betrügern klauen und zweitens, dadurch jede Menge Kosten verursachen. Denn jedes Mal, wenn sie Daten aufkaufen und da lauter Scheiße dabei ist, sprich meine Datensätze, dann geben sie Geld für Scheiße aus. Und wenn sie kein Geld für ausgeben, dann haben sie wenigstens Zeit verschwendet, die auch jede Menge Geld kostet. Weil die Mitarbeiter, die sitzen da sicherlich nicht umsonst. Denke ich mir mal zumindest. Ich weiß nicht, ob die da eventuell nur auf Provisionsbasis arbeiten. Das habe ich jetzt noch nicht genau rausgekriegt, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass die da sitzen und, für nur Provision, keine Ahnung. Kann natürlich alles sein, wenn die da irgendwo aus Albanien oder so anrufen. Da sind die Gesetze natürlich ganz, ganz anders als hier bei uns. Und da gibt es sowas wie Mitarbeiterschutz halt echt nicht. Aber wenn er sagt, das kostet schön viel Geld, ich glaube, dann machen wir da noch eine jede Menge weitere Anmeldungen bei denen. Was hat Wilson damit zu tun?
Ja, der Wilson, der arbeitet bei euch in so einem Betrüger-Callcenter. Und der hat mir geholfen, dass ich ganz viele Anmeldungen machen kann. Und meistens hat dann der Wilson immer bei mir angerufen. Und dann haben wir immer alle Hops genommen, die da am Telefon sind von den Betrüger-Callcentern. Nö, aber ich nehme von euch ja Geld, weil das kostet jedes Mal ja Arbeitszeit, wo die Mitarbeiter dann mit mir sprechen und nicht mit den anderen Kunden. Weißt du, dann könnt ihr nicht so viel Umsatz machen. Ach so. Ja. Das ist die einzige, brauchst du Geld von uns? Das ist das Ziel, ja. Na, ich kann dir Geld schicken einfach und kannst du verbüßen. Das ist ganz einfach. Also du willst mir Geld schicken und dann höre ich damit auf? Ja. Dann machen wir das so. Wie viel willst du mir dann bezahlen, dass ich damit aufhöre? Wie viel Geld brauchst du? Ja, weiß ich nicht. So, ich sag mal, für 10.000 Euro würde ich euer Callcenter in Ruhe lassen. 10.000 Euro? Ja. Mach deine Hose. Was? Ich bin ein Schwul, weißt du das? Ich könnte dich fest im Arsch spüken. Ja, ist ja nicht schlimm. Das ist ja okay. Ich hab nichts gegen Schwule. Tja. Das ist auf jeden Fall lustig. Vor allem, dass er darüber spricht, dass er hier schon was Geld anbieten will, damit ich aufhöre, das Callcenter zu terrorisieren. Na, das machen wir uns auf jeden Fall zum Ansporn, dass wir das Callcenter definitiv noch ein kleines bisschen öfters schikanieren werden. Naja, steht auf jeden Fall auf meiner Agenda. Von diesem Callcenter werdet ihr sicherlich öfters noch was hören. Tja, aber schon Wahnsinn, was die so alles machen, ne? Und vor allem Wahnsinn, wie viel Zeit die eigentlich jedes Mal selbst in Blödsinn investieren. Wie lange die sich nicht abschütteln lassen und, naja, und die wussten ja auch eigentlich alle, dass das überhaupt von vornherein keinen Sinn ergibt. Der Letzte, der hat ja angerufen, um ja eigentlich nur zu sagen, dass ich damit aufhören soll und wollte ja auch den Grund erfahren, warum ich das überhaupt mache. Naja, nun weiß er's und er weiß auch, dass ich damit bestimmt nicht aufhören werde. Bezahlt hat er auf jeden Fall nichts. Oh, naja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In Kürze wird es auf jeden Fall wieder ein bisschen was von Wilson geben. Ja, ansonsten besucht mich gern auf Twitter. Abonniert gern auch dort die Seite. Findet ihr unter CC-Abzocke oder unter Callcenter-Abzocke, je nachdem, wie ihr es sucht. Ja, vergesst nicht, die Videos zu teilen. Mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten. Auf Instagram, Facebook und was es da so alles gibt. Umso mehr Leute von den Videos hier erfahren, umso mehr können wir natürlich auch schützen vor dem ganzen Bums hier. Wenn du möchtest, findest du jetzt hier noch die Playlist zu allen anderen Videos. Da kannst du dir die Zeit vertreiben, bis das nächste Wilson-Video rauskommt. Oder morgen gibt's ja auch wieder ein Video, denn es ist nicht so langweilig in der Zwischenzeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.